Deswegen kann es sein, wenn es irgendwie zu lange dauert, so eine Session, dann werde ich das halt auf zwei teilen und ach, ihr werdet das dann ja sehen. Weil das sonst von den Renderzeiten viel zu lange dauert. Oh Mann. Das war richtig dumm. Oh, das war knapp, ey. Den Sprung hätte ich fast nicht gepackt. Oh Mann, blöder Affe. Ja, ich merke schon, das wird alles deutlich schwieriger. Und ich stelle mich wieder an wie so ein Vollhorst. Oh. Kann man die eigentlich weg? Ne, die kann man glaube ich nicht wegmachen, ne? Ne. Da verschwende ich meine Leben. Affe, komm her, ich mach dich platt, Digga. Natürlich, ist doch klar, ey. Natürlich. Ist das eine Falle, ey. Sie wollen mich doch verarschen. Ah, oh, Mist. Ah, toll. Hä, wie? Ah, dann muss man das ja richtig timen, ey. Ah. So nicht. Oh. Mann, die Flammen sind länger da als. Oh. Das ist okay. Knapp. Also man merkt richtig, dass jetzt langsam so auch die Frustlevel losgehen und so, wo man halt mehrere Versuche an einer Stelle braucht. Lol, was? Springe ich daneben, ey?
Nee, ich hab keinen Bock auf das Bonuslevel. Und da kickt mir mich der Affe runter, ey. So, da hast du. Boah, das ist aber echt. Das könnte, glaube ich, das erste Mal sein, dass ich ein. Dass ich eins dieser Level komplett neu starten muss. Da ist das extra Leben. Was hat denn? Also wer diese Säule konstruiert hat, der weiß nicht, wie Architektur funktioniert. Und Statik sowieso nicht. So, Apples. Da sind die Red Boys. Das in der Mitte müsste ein Nitro-Dingenskirchen sein. Da riskiere ich jetzt nichts, denn ich habe ja nicht mehr viel zu riskieren. Ah, fuck, ey. Was? Oh, Mann. Oh. Das war echt hart. So, behaving, und danach haben wir diesen Warp-Raum fertig. Oder ja, danach kommt der Boss dieses Warp-Raums. Der vorletzte, meine ich. Behaving, das muss ja irgendwas mit dem zu tun haben. Ah, so. Also bringt das doch was. Boah, was? Hm, da gehen wohl ein paar mehr Bienen raus. Ah, Mann. Jo, und da habe ich auch eine Errungenschaft. Gut. Oder auch nicht gut. Gut, Level neu starten, natürlich machen wir das. Als wenn wir einfach so aufgeben.
So, das brauche ich jetzt aber. Ja. Ah. Vorsichtig. Weißt du was? Okay. Nein! Ah, da bin ich auf Start gekommen. Da wäre der Checkpoint gewesen. So, da ist garantiert kein Bonusleben mehr drin. Weg mit euch. Oh, diese Drecksbienen. Also ich muss sagen, solche Level gefallen mir nicht. Da, weg. Ah, okay, also darf man den nicht berühren. Das soll knapp. Ich bin so ein Idiot. Speedet. Na, Tiki-Statue. Wie lang läufst du? So, also. Ah, Mann. Boah, diese Bienen sind echt meine Nemesis, ey. Das ist richtig anstrengend mit den Bienen. Ah, Mann! Einmal zu lange Kreis gedrückt und dann steht man da. Was machen die denn da? So,
Checkpoint und Bonus-Level, das brauche ich jetzt, ey. Boah, das ist ja fast genauso mies. So, das haben wir gepackt. Und noch eine Leben. Crash scheint erschöpft zu sein. Fuck. Boah, dieses Level ist echt verdammt anstrengend. Nein. Boah, da bin ich wieder auf Start gekommen, ey. Nee. Endlich und sogar noch 100%. Yeah. Geil. So, das ist das erste Mal und das gleich eins der nervigsten Level. Wenn ich irgendwann 100% machen will, dann habe ich das schon. Ja, Mann, Digga, bist der krasseste. Bam, 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 yeah. So, was jetzt? Ich habe erfahren, dass unsere Gegner für Dr. Nitrus Brio arbeiten, den Erfinder des Evolvo-Strahls. Brio war in der Vergangenheit für unsere Missverständnisse verantwortlich. Er zwang mich, ihn bei seinem Plan für die Weltherrschaft zu unterstützen. Und jetzt schlägt er wieder zu. Okay, also es... Er wird ja versuchen, uns aufzuhalten. Pass auf, Crash. Um die Kristalle zu Engine zu bringen. Dr. Engine. Achso, Engine, lol, das ist ein Wortspiel. Ich glaube, das ist der Typ mit der Atomrakete im Kopf, ey. Ja, natürlich. Wie Dr. Cortex sagen würde, gib mir die 20 Kristalle, die du gesammelt hast. Was ist das denn für ein dummes Zitat, ey? So, los geht's, Digga. Bring it on, ich mach dich weg. Ah, okay. Okay. Vorwärts ballern. Alter, ich bin so scheiße.
Als wenn da irgendwelche Äpfel irgendetwas an. Ah! An so einem komischen Laser machen würden, ey. Der erste Arm ist weg. Was hast du jetzt vor, Engine? So. Was? Alter. Ja, also so richtig intelligent ist er nicht. Ich schieße die ganze Zeit dieselbe Position ab. Ah Mann, ey. Also es könnte ein ziemlich langes Duell werden. Oh. So. Ah, okay. So, was hast du denn jetzt noch in petto? Okay. Hä, und so muss ich den jetzt treffen oder was? Okay, so funktioniert das nicht. So, der zweite Tod. Level Neustart natürlich. Ah, das ist. Das ist ein ziemlicher Ausdauerkampf. Ja, komm. Laber nicht.
So, der erste Arm ist weg. Der zweite Arm ist weg. So, das ging doch jetzt mal fix hier. Kann er mal aufhören, sich so zu bewegen, ey? Bisschen. Ja, da ist der Arm weg. Komm. Weiter geht's, bring it on. Da, der zweite. So, jetzt kommt aber das Schwierige. Den komischen grünen Laser. Wie soll man das machen? Ich versteh's nicht. Das muss ja irgendwie... So? Doch, lol, was? Ich hab's geschafft, ey. Bitches, ey. Ja, Dr. Engine. Du hilfst Cortex-Kristalle zu sammeln. Und doch hast du einen Ekelstein. Interessant. Tja, Crash, du. Musst wissen, solange du mit Cortex verbündet bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles tun, um dich aufzuhalten. Aha. Wenn es dir wirklich um das Schicksal der Welt geht, dann musst du Edelsteine sammeln, nicht Kristalle. Wenn du 42 Edelsteine hast, kann ich einen Laserwerfer fokussieren. Was? Laserstrahl, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich verhindern, dass du weitere Kristalle sammelst. Was ist denn los mit dem, ey? Was ist das denn? Naja, das war's dann, ne? Für diese Folge. Wir haben es geschafft, Dr. Engine zu besiegen und haben Brio oder wie der Typ heißt, gesehen, der anscheinend irgendeine Form von Tourette hat oder so. Naja, ist auch egal. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.